Kann ich tauchen? Ich kann tauchen. Alles klar. Und wie tauche ich auf? Mit A. Alles klar. Untertauchen, auftauchen. Untertauchen, auftauchen. Wie lange kann er denn unter Wasser bleiben? Ich hoffe, der stirbt nicht. Aber ich meine, er ist ja schon tot. Ah! Entschuldigung. Wie komme ich jetzt hier hoch? Kommt man hier so hoch? Nein, die Wand komme ich ganz sicher nicht hoch anscheinend. Ah, okay. Habe ich nicht gesehen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hoppla, hopp. Hier hoch. Hier hoch. So, und ich habe ja schon, schlau wie ich bin, gesehen, wo es lang geht. Und zwar müssten wir wohl anscheinend hier hoch. Hier oben ist auch Wasser. Wasser, des Todes größter Feind. Oder auch nicht. Hier runter. Schön, schön. Und schon sind wir drüben. Quicksave anscheinend, also ein Speicherpunkt. So, kann man hier hoch. Das sieht mir schon mehr aus, als wenn man da oben irgendwo lang könnte, aber kann man anscheinend auch nicht. Hier vielleicht? Oh. Nein, da bleibt er einfach an der unsichtbaren Wand hängen. Und hier dann folglich sicherlich auch nicht. Nein, kann man auch nicht. Okay, alles klar. Durch die riesige Tür durch. Es guckt mich an. Sieht ein bisschen leer aus. Ach, komm schon. Ach, geht doch. Verfolgt mich das Auge jetzt? Verdammt, das Auge verfolgt mich wirklich. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin außerhalb des... Ich bin außerhalb der, des Augenlichtes oder so. Wie war das nochmal? Ach, genau. Aber hier findet sich doch sowieso nichts. Riesiges, braches Land. Und du guckst mich immer noch an. Toll. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass wir da hinten irgendwas machen können. Da ist nämlich irgendwas am Leuchten. Was bist du? Eine Münze, die sich mir noch nicht so ganz erschließt. Hier scheinen wir nichts machen zu können. Habe ich mich wohl geirrt? Wir müssen sowieso da hinten in die Tür rein. Ja, ich weiß nicht, was diese Cutscene jetzt sollte. Ich glaube, das sollte heißen, dass das da zu ist und dass ich das da öffnen muss. Und dafür muss ich nach da hinten, so wie der Questmarker mir das anzeigt. Mal sehen. Wieder ein großes Tor, das ist ja jetzt nicht so verwunderlich unbedingt. Was haben wir denn hier? Ein Übergang oder gibt es hier keine Ladezeiten zwischen den Übergängen? Anscheinend nicht, nur kurze Speichersequenzen und ganz kurze Ruckler und dann ist das schon. Ah, die Klageklippe. Und weg mit dem Pferd, habe ich recht? In 3, 2, 1. Ah, doch noch nicht. Da bin ich aber froh. Kann man auf dem Pferd auch kämpfen? Nö. Okay, jetzt ist das Pferd weg, habe ich mir doch gedacht. Was haben wir denn da oben? Da hängt irgendwas. Was haben wir hier? Was bist du denn? Hierher! Hi? Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Wer bist du denn? Ich habe dich erwartet. Ah, wirklich? Wohlgrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt.
Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Okay. Na los, riskiere einen Blick. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja, ist ja schon gut Ware. Na komm. Zeichen's her. Frische Waren. Goldene Kiste. Enthält einen zufällig ausgewählten verzauberten Gegenstand. Juwelenkiste enthält einen zufällig ausgewählten seltenen Gegenstand. Verzierte Kiste enthält einen zufällig ausgewählten Elite-Gegenstand. Und Neuvergabe. Wurmsammler dunkler Magie und kann die entwickelten Fähigkeiten beliebiger Kreaturen zurücksetzen. Entscheide dich hierfür, wenn du deine Fähigkeiten löschen und deine erworbenen Fähigkeiten neu vergeben möchtest. Interessant zu wissen. Das ist das Einzige, was er kann. Aber es ist ja nicht wenig. Wir können dann ihnen diese Sachen hier verkaufen, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel den Hammer. Und den Hammer und den Hammer. Was wolltest du sagen? Dann nicht. Das kommt nicht weg, das kommt nicht weg. Das kommt weg. Ein Schnäppchen. Das kommt weg. Und das bleibt beides. Die bleiben ja auch alle. Gut. Ein andermal, Dämon. Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Ach, war ja klar. Im Buch der Toten fehlen Seiten. Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ebenso wie meine Verdammung. Vervollständige das erste Kapitel. 0 von 10. Na gut. Das ist so nebenbei einsammelbar und von daher. Hallo, Ferdinand. Nennen wir dich Ferdinand? Nee, ist doch doof, oder? Ferdinand. Gib dem Pferd mal bitte einen Namen, ja? Wenn ihr das hier seht. Dann schreibt mir einfach mal den Namen des Pferdes in die Kommentare, wie ich das Pferd in Zukunft nennen soll. Weil, deswegen halt. Gegner? Na gut. Auf Wiedersehen, Pferdi. Hallo, Kiste. Was findet sich in dir? Ein bisschen was. Aber wir müssen mal wieder kämpfen. Ups. So, die neue Attacke mal ein bisschen ausprobieren, ne? Die haut schon ordentlich rein eigentlich. Wenn ich sie nicht so dumm einsetzen würde. Sondern mal ein bisschen gezielter, sag ich mal. Aber das war ja ganz gut eigentlich. Gut. Hi, Ferdinand. Ach, ich nenne ihn nicht Ferdinand. Das Pferd hat ja eigentlich... Upsala. Das Pferd hat ja eigentlich einen Namen. Ich kenne den Namen natürlich vom Pferd. Ich bin ja nicht blöd, ne? Verzweiflung, natürlich. Verzweiflung. Das Pferd heißt natürlich eigentlich Verzweiflung, aber... Ihr könnt dem Pferd jetzt offiziell einen Namen geben. Wie gesagt, schreibt es unten rein und ich werde dem dann folgen. Hey du! Wow! Schon krass, was alles geht. Das ist schon extrem geil, muss man sagen. Also ich werde mich jetzt nicht hier mit diesen Freiluftkämpfen aufhalten, sag ich mal. Aber sowas hier kann man dann doch schon mal machen. Zwischendurch mal so ein paar Gegnermetze. Ist jetzt nicht das Schlimme, ne? So. Ich sag nicht so. So. Da haben wir irgendetwas. Ja, das hättest du nicht sagen wollen. Pack das Ding einfach weg und dann hat sich die Sache. Dann weiß ich doch Bescheid.
immer noch nicht tot. Wie stirbt sie denn? Ey, gibt's ja gar nicht. So, hier soll irgendwas sein. Kann man hier hoch? Jein, kann man nicht. Da müssen wir irgendwie hoch. Hoch, hoch, hoch. Hier nicht. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus. Nein. Nein. Was macht er denn? Geht das denn nicht? Anscheinend nicht. Oder muss ich vielleicht... Nee, irgendwie nicht. Puh. Wie soll das denn gehen, bitte? Ich verstehe es gerade nicht. Nein, das auch nicht. Und wer pfeift da im Hintergrund? Kommt man hier überhaupt hoch? Vielleicht ja so? Nö. Ich halte mich, glaube ich, gerade viel zu lange an einer Stelle auf, die ich einfach bestimmt noch nicht betreten kann. Oder hier? Nee, auch nicht. Hier vielleicht? Nö. Vielleicht ja von außen. Da erschließt sich mir auch nichts. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich hier hoch? Ah! Haha! Ah, ein bisschen suchen und dann findet man das schon, was man will. Moment. Genau. Hab's doch gewusst. Zack, zack, zack. Da haben wir schon wieder eine Truhe. Mal sehen, was diesmal drin ist. Was haben wir denn hier? Magie, Stufe 2. Da oben sitzt... Nein, da oben sitzt doch nicht unser Vögelchen. Was ist denn das da oben? Kommt man da hin? Wenn ja, wie? Was bist du denn? Kann man hier irgendwie... Nee. Abwerfen kann man nicht. Komme ich hier denn irgendwo lang? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Tolle Sache. Ich will noch mal kurz gucken da oben. Das sieht mir nämlich leicht suspekt aus. Wenn wir nämlich hier hochklettern und in die andere Richtung springen, was machen wir denn da? Okay, wir verkacken. Was ist denn da oben? Irgendwas zum Einsammeln? Ich weiß es doch nicht. Na gut, okay. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich muss alleine gehen. Mach doch Pferd, danke. Ich lasse das jetzt einfach mal. Ihr könnt ja, wenn ihr es wisst, was das ist, dann schreibt es mir doch einfach. Dann werde ich sogar zu dem Ort nochmal zurückkehren, um das da noch zu holen. Aber im Moment erschließt sich mir nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Ach du Scheiße, die sind ja ziemlich schnell sogar. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die wären so richtig lahm, so golemartig. Der verkohlte Pass. Hallo, verkohlter Pass. Wer hat dich denn verkohlt? Wasser. Okay, ich fühle mich, als hätte ich 20 Gegner hinter mir. Das ist nicht gut, nicht gut. Ah, ich muss kämpfen. So. Die ganzen Geräusche hier machen mir gerade so ein bisschen zu schaffen. Wo sind die denn jetzt auf einmal alle hin? Oh, jetzt laufen die da hinten rum. Na toll. Klasse. Das sind die Schatztruhen.
angezeigt auf der Karte. Verteidigungsstufe 2, 9. Wir gucken mal, was haben wir denn da schon wieder eingesammelt?